Guten Tag, liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus. In der Besprechung der Companion Bible sind wir nun bei Anhang 101. Die Verwendung von Pneuma im Neuen Testament. Pneuma, Geist, ist das griechische Wort, das dem hebräischen Ruach im Alten Testament entspricht. Der Gebrauch des Letzteren findet sich in Anhang 9 und sollte mit diesem Anhang verglichen werden. Was das griechische Wort Pneuma betrifft, so müssen wir erstens das Vorkommen und zweitens den Gebrauch betrachten. Erstens, Pneuma kommt im rezipierten griechischen Text 385 Mal vor. Davon lassen alle kritischen Texte, siehe Anhang 94, Abteilung 7, übereinstimmen 9 aus oder ersetzen sie durch eine andere Lesart und fügen 3 hinzu. Die Vorkommen sind folgendermaßen verteilt. Man kann das Ganze dann ja direkt auf den eigenen Computer downloaden, weil ich diese Seite immer im YouTube komplett verlinke. Am Rande. Atem wird zweimal als Alternative für Geist und einmal für Leben angegeben. Vom Geist wird als Alternative für geistlich angegeben und Geist wird als Alternative für geistlich angegeben. Römisch 2. Die Verwendung von Pneuma. Die folgenden sind in der Companion Bible festgehalten worden. Es wird verwendet für erstens Gott. Gott ist Pneuma. Johannes 4,24. Nicht ein Geist, denn im Griechischen gibt es keinen unbestimmten Artikel. Zweitens Christus, wie im 1. Korinther 6,17. 2. Korinther 3,17. Drittens der Heilige Geist. Im Allgemeinen mit dem Artikel, den Geber im Unterschied zu seinen Gaben. Siehe Nummer 14. Nach einer Präposition ist der Artikel manchmal so zu verstehen, dass er latent ist. Viertens, die Wirkungen des Heiligen Geistes in der Verleihung von geistlichen Gaben, wie in 1. Korinther 12, Vers 4. Fünftens, die neue Natur im Kind Gottes, weil es von Gott in uns gezeugt wurde, wie in Johannes 3,3. Dies ist von allem der paulinische Sprachgebrauch. Geist im Gegensatz zu dem, was von Fleisch ist, Johannes 3,6. Daher heißt es Pneuma, Theo, göttliches Pneuma, Römer 8, Vers 9. Und Pneuma Christo, Christus Pneuma in Römer 8, 9. Mann, psychologisch Pneuma, das dem Menschen verliehen wird und ihn zu einem lebendigen Psyche, einer lebendigen Seele oder Wesen macht, wie in 1. Mose 2, 7. Wenn zurück zu von Gott gekommen, wird der Mensch ohne Pneuma und wird in jeder der 13 Stellen, die in der autorisierten Version mit toter Körper wiedergegeben. Siebtens Charakter, da er an sich unsichtbar ist und sich nur in den Handlungen des Menschen aufzeigt, zum Beispiel 1. Timotheus, 2. Timotheus 1, 7. Achtens, andere unsichtbare Eigenschaften durch Redewendungen, Metonyme, Anhang 6, wie zum Beispiel Gefühle, Begierden. Und dann Man, psychologisch, wobei Pneuma durch die Redewendung Sprechweise, Synkdoche, Anhang 6, für die ganze Person, ein Teil für das Ganze, wie in Lukas 1, 47, mein Geist, ich selbst. Und dann zehntens adverbial, aber das kommt nur einmal vor in der AV, wo es in Römer 8,6 mit geistlich übersetzt wird. Vergleiche die Wiedergabe in der RV. Elftens,
Engel oder Geister, wie in Apostelgeschichte 8, 29, 12. Dämonen oder böse Geistwesen wie Markus 7, 13. Der Auferstehungsleib in 1. Korinther 15, 45, 14. Pneuma, Hagion, Heiliger Geist. 14. Pneuma, Hagion, Heiliger Geist und ist so gedruckt in der Companion Bible. Diese Verwendung ohne Artikel kommt 52 Mal im Neuen Testament und wird immer falsch wiedergegeben. Der Heilige Geist mit bestimmten Artikel Großbuchstaben. Folglich gibt es keine stärkere Wiedergabe verfügbar, wenn zwei Artikel im Griechischen vorhanden sind. Der Pneumatohagion, was so viel bedeutet wie der Geist, der Heilige Geist. Daher kann der englische Leser nie sagen, welchen der beiden sehr unterschiedlichen griechischen Ausdrücke er liest. Pneumahagion ohne Artikel wird nie für den Geber, den Heiligen Geist, sondern immer nur von seiner Gabe. Was diese Gabe ist, kann man sehen, wenn man Apostelgeschichte 1,4, Lukas 24, 49, wo die Verheißung des Vaters in Pneuma Hagion genannt wird und in der zweiten Passage Kraft aus der Höhe genannt wird. Diese Kraft aus der Höhe schließt alle Gaben ein, die der Heilige Geist nach seinem eigenen Willen. Welche besondere Gabe gemeint ist, wird manchmal angegeben, nämlich Glaube, Kraft und so weiter. Diese wird in jedem der 52 Fälle der Fall sein. Begebenheiten. Siehe Apostelgeschichte 2,4. Das erste Vorkommen nach Apostelgeschichte 1,4, wo es heißt, sie wurden alle erfüllt mit Pneumahagion und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist gab. Hier wird streng zwischen dem Geber und seiner Gabe unterschieden. Im Folgenden sind 52 Vorkommen von Pneumahagion aufgeführt. Anmerkung Lukas 2,40 und so weiter. Das ist die Anmerkung 1, dann die Anmerkung 2, dann die Anmerkung 3, die lese ich. Das Verb füllen hat drei Fälle hinter sich. Im Akkusativ, dem Akkusativ des Gefäßes oder was auch immer gefüllt wird und der Genitiv, von womit es gefüllt ist. Im Passiv den Dativ des Füllens und den Genitiv, womit das Gefäß gefüllt ist. Im Epheser 5,18 ist der Dativ verstärkt durch die Präposition, die den Heiligen Geist selbst als denjenigen bezeichnet, der mit anderen Gaben füllt als Wein. Im Herrn Jesus Christus, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Das alles hat uns wieder unser Bruder im Herrn Antonino zusammengestellt. Wie schon oft gesagt, die ganze Companion Bible kann man kaufen oder gratis downloaden, zum Beispiel auf bibelkreis.ch. Auf der ersten Seite von bibelkreis.ch seht ihr schon die Links dazu. Im Herrn einen guten Tag.